is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Eine gesunde Lebensweise fördern. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ein Mensch kann unmöglich seinen Körper als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hingeben, während er gleichzeitig Gewohnheiten hätschelt, die ihn körperlicher, geistiger und sittlicher Kraft berauben. Wiederum sagt der Apostel: Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir leben in einer Welt, die gegen Gerechtigkeit oder Reinheit des Charakters und besonders gegen ein Wachstum in der Gnade feindlich eingestellt ist. Wo immer wir hinschauen, sehen wir Schmutz und Verdorbenheit, Entstellung und Sünde. Was für ein Gegensatz zu dem Werk, das in uns vollbracht werden muss, gerade bevor uns die Unsterblichkeit geschenkt wird. Gottes Auserwählte müssen mitten in der Verderbnis, die sie während dieser letzten Tage umgibt, standhalten und davon unversehrt bleiben. Ihr Körper muss geheiligt, ihr Geist gereinigt werden. Wenn diese Aufgabe erfüllt werden soll, dann muss sie sofort in Angriff genommen werden, und zwar ernst und mit Überlegung. Der Geist Gottes sollte alles kontrollieren und beherrschen und jeden Tag beeinflussen. Die Gesundheitsreform ist ein Zweig des großen Werkes, das ein Volk für das Kommen des Herrn vorbereiten soll. Männer und Frauen können dadurch, dass sie ihrem unbeherrschten Appetit und ihren Leidenschaften frönen, nicht die Naturgesetze übertreten, ohne gleichzeitig auch das Gesetz Gottes zu übertreten. Deshalb hat er es so gefügt, dass das Licht der Gesundheitsreform auf uns leuchtet, damit wir erkennen, wie verkehrt und sündhaft es ist, die Gesetze zu übertreten, die er geradezu in unserem Wesen verankert hat. Die Naturgesetze zu erklären und Menschen dazu zu bewegen, ihnen zu gehorchen, ist ein Werk, welches die Botschaft des dritten Engels begleitet. Es ist Gottes Absicht, dass für dieses Thema intensiv geworben und das öffentliche Bewusstsein aufgerüttelt und veranlasst wird, es zu erforschen, denn solange Menschen unter dem Einfluss sündhafter Gewohnheiten stehen, die die Gesundheit schädigen und die Gehirnnerven zerstören, werden sie die heiligen Wahrheiten nicht schätzen können. Wer immer das Licht dankbar annimmt, das Gott ihm über die Gesundheitsreform gegeben hat, findet darin eine wertvolle Hilfe bei der Aufgabe, durch die Wahrheit geheiligt und für die Unsterblichkeit tauglich zu werden. The Lord is coming. Are you